Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr jetzt wieder die orangen und lila Jogger und den dazugehörigen Helm bekommen könnt. Das geht aber leider nur für die PlayStation 5 und für die Xbox Series S. Dafür müsst ihr euch einen Job markieren. Die Jobmarkierung werdet ihr auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung finden. Und ja, dann würde ich sagen, dann lassen wir auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch den Job dann markiert, dann geht ihr einmal auf Options, auf Online, auf Jobs, auf Markiert. Dann geht ihr auf Last Team Standing und dort startet ihr den Job Powerplay Caio Perico. Dort im Jobmenü braucht ihr auch gar nichts umzustellen. Einfach einen Freund einladen oder irgendeinen Random. Ist der Freund dann beigetreten, können wir den Job einmal starten. Ist der Job dann gestartet, dann öffnen wir einmal das Interaktionsmenü. Da gehen wir auf Stil, auf Accessoires. Und dort wechseln wir irgendwas bei den Accessoires. Was ihr dort wechselt, das ist völlig egal. Anschließend können wir den Job einmal verlassen. Und jetzt in der Lobby angekommen, werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon die Jogger und den Helm habt. Ja, Oberteil und Schuhe könnt ihr selbstverständlich noch wechseln. Das Outfit dann hinterher anschließend abspeichern. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.